Hallo zusammen, in einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie ich den Inhalt meiner Handtasche organisiere und noch weiter minimalisiere. Unter anderem habe ich gezeigt, wie ich meine Karten aufbewahre, nämlich in so einem kleinen Etui hier. Nach dem Video habe ich einen super Tipp von einer Followerin bekommen, wie man die Karten noch besser organisieren kann. Und weil ich gedacht habe, wenn ich das nicht kannte, kennt ihr das vielleicht auch noch nicht. Und deshalb möchte ich den Tipp heute an euch weitergeben. Und zwar gibt es eine App, die nennt sich Stockcard. Die kann man ganz einfach über den App Store oder den Google Play Store runterladen. Dort kann man quasi seine gesamten Karten hinterlegen. Das geht ganz einfach über das rote Plus oben rechts in der Ecke. Da scannt man quasi seinen Kartencode ein. Wenn das nicht funktioniert, kann man das auch manuell eingeben. Man trägt noch den Namen des Geschäfts mit dazu, der ist auch meistens hinterlegt. Und so hat man alle Karten an einer Stelle und braucht im Geschäft dann quasi nur sein Handy vorzeigen. Und das hat man ja meistens dabei.